Ich habe mir heute Frau Dr. Peggy Pawlowski eingeladen. Frau Pawlowski ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie sind auch Philosophin, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Unser Thema sind die Illuminaten. Sie haben eine der, wie ich finde, besten oder eigentlich die beste Arbeit über die Illuminaten, über Adam Weishaupt geschrieben. Ihr Thema ist nicht die Wirkungsgeschichte in erster Linie, sondern das pädagogische Modell der Illuminaten. Und Sie haben dafür sich sehr profund mit der Zeit und mit Adam Weishaupt selbst auseinandergesetzt. Wie ist es zu dieser Arbeit gekommen? Es ist Ihre Doktorarbeit gewesen. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Tja, die Arbeit ist zustande gekommen durch ein Projekt, das ich gemacht habe an der Universität Jena mit Professor Friedrich, der Pestalozzi-Experte ist und der mir freigestellt hat, welches Thema ich nehme, aber eines Tages dann zu mir sagte, wissen Sie, in Pestalozzis Biografie ist eine schwarze, ist ein schwarze Ecke, ein schwarzes Loch sozusagen, das ist seine Illuminatentätigkeit, das wäre doch was für Sie. Und ja, das habe ich mir angesehen und dann gedacht, Pestalozzi ist vielleicht ein bisschen zu wenig und das lief dann auf die Arbeit über die Illuminaten generell hinaus. Wie sind Sie vorgegangen? Das ist ja nicht, man setzt sich hin und fängt an zu schreiben, sondern da hängt ja eine große Forschungsarbeit damit dran. Ja, es waren schon ein paar Jahre. Ich habe nebenher auch an der Universität ein Digitalisationsprojekt gemacht zum 18. Jahrhundert. Ja, zuerst, was man als Wissenschaftler macht, man guckt sich die Quellen an, man schaut, was ist da, wer kann wo was beitragen. In Archiven, in Bibliotheken. Und dann fängt man an, grob zu sagen, ich mache jetzt die Pädagogik der Illuminaten. So hat es angefangen, das war der große Titel. Und dann fängt man an zu denken, oh, das ist viel zu groß. Das wird dann vielleicht eine Monographie, die ich nicht machen kann in meinen jungen Jahren. Und dann konzentriert man sich auf die Dinge, wo man sagt, das ist das, wo man zuerst drauf gucken würde, also auf diejenigen, die das Phänomen hervorgebracht haben und wie die Abläufe, weil es historisch ist, die Abläufe gewesen sind. Und dann konzentriert man sich auf die wesentlichen Dinge. Was ich dann gemacht habe, ist zu sagen, ich wollte Adam Weishaupt, den Gründer, mir angucken. Ich hätte genauso gut Knigge angucken können, den ich nur als Seitenfigur habe. Und dann habe ich gesagt, es gibt eine illuminatische Pädagogik, es gibt ein System und das wollte ich gerne nachzeichnen. So ist dann die Arbeit zustande gekommen. Das heißt, Sie sind nicht als Historikerin an diese Quellen rangegangen, sondern Sie sind aus der Perspektive der Erziehungswissenschaften rangegangen, die Bedeutung, dass die Methodik in diesem System Illuminaten. Sie haben dafür, sind in ganz Europa herumgereist, um wirklich die originalen Quellen selber in Augenschein zu nehmen. Ja, das ist eine Frage des Anspruchs. Man muss das nicht tun, aber... Warum haben Sie es getan? Weil ich ganz gerne Sachen sage... die fundiert sind und wie soll man sagen, es gibt das Wort epigonal und das gefällt mir nicht so besonders. Einfach um es mal zu hören, wie viele Menschen kennen die Originalquellen über und von Adam Weishaupt? Was glauben Sie? Also sehr gut kennen Sie der Herr Magner und der Herr Schüttler, die beide sehr ausgewiesene Illuminatenforscher sind, Frau Neugebauer-Wölk auch und er ansonsten, Reinhard Koselleck hat ein bisschen Einblick genommen, aber der konnte damals die Schwedenkiste beispielsweise nicht angucken. Ja, vielleicht eine Handvoll. Das heißt, alle Welt redet über die Illuminaten, aber nur eine Handvoll Menschen haben wirklich die Originalquellen selber mal in Anschau genommen, heute in der Gegenwart. Das ist so, ja. Deshalb ist das ja so interessant. Also wenn wir auf jemanden kommen, der sehr populär ist mit den Illuminaten, Dan Brown, ich habe es Ihnen gestern gesagt, seine Frau geht für ihn die Recherchen machen, die sprechen alle kein Deutsch. Das heißt, die haben vielleicht mal so ein paar Orte besucht, sonst die Peace in Paris oder die Temple Church in London, aber die waren nie in Berlin oder in Gotha. Aber sie schreiben drüber. Ich weiß, dass Sie noch einen Schritt weiter gegangen sind, dass Sie sich wirklich auch diesen Zeitgeist, in dem die Illuminaten entstanden sind, also dieses kulturelle, gesellschaftliche Umfeld, sehr genau recherchiert haben, nachentwickelt haben. Mhm. Wenn Sie so ein Bild mal zeichnen sollten, in welchem Umfeld sind die Illuminaten entstanden? Was war das für eine Zeit? Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz diese Definition des Geheimen auch gehabt, dass Sie ein völlig anderes Weltbild hatten als wir heute. Ja, na gut, Weltbild, das Newtonsche ist da schon da, aber ist schon richtig. Jemand, der im 18. Jahrhundert denkt in zwei Welten, also wenn er mit dem Geist gebildet ist. Erstens das, was die Engländer als Age of Reason bezeichnen,
das Rationale, das aus dem 17. Jahrhundert kommende systematische Denken, wo Logik der Hauptproponent ist. Und dann gerade nach Mitte des 18. Jahrhunderts das Esoterische, also wo die Mystifikation kommt, um der kalten, trockenen, rationalen Welt zu Hilfe zu kommen. Also die Illuminaten entstehen aus beiden dieser Dinge, aus dem rational-aufklärerischen und aus dem esoterisch-aufklärerischen. Das vermischt sich dort. Das vermischt sich auch deshalb, weil im Verlaufe der Ordensgeschichte ja so viele Einflüsse kommen. Die einen sind die puren Philosoph-Denker und die anderen sind die, die ganz gern so im Sinne der Freimaurer Rituale abliefern, die alchemistisch, mystisch, magisch sind. Wir kommen nachher noch auf diese Beziehung zwischen Freimaurer und Illuminaten. Wenn Sie ein Bild von Adam Weishaupt zeichnen sollten, was für ein Mensch war er und was hat ihn getrieben, diesen Illuminatenorden letztendlich ins Leben zu rufen? Seine Position an der Universität Ingolstadt, ganz sicher. Er war der erste nicht-jesuitische Kirchenrechtsprofessor. Er war der jüngste Professor. Er war Protégé von Ickstadt, der Kanzlerrektor an der Universität gewesen ist und der als Aufklärer in Bayern sehr schwer gehabt hat, seine Ideen durchzubringen. Und deshalb wollte, dass sein Zögling das weiterträgt. Die Jesuiten sind offiziell verboten worden für eine Weile 1773 und trotz allem waren die Bildungsinstitutionen in Bayern inklusive Ingolstadt-Universität in jesuitischer Hand. Also er hat es schwer. Und er war ein Einzelgänger und auch ansonsten, wie soll man sagen, durchaus charismatisch, aber von verschiedenen Dingen getrieben. Und er dachte sich, um seine Studenten an ihn zu binden, wäre es das Beste, so ein bisschen mit dem esoterisch Geheimen, mit dem Arkanen zu arbeiten. Und hat dann in einem privaten Zimmer irgendwo in Ingolstadt am 1. Mai 1776 diesen Orden gegründet. Und damals hießen es auch nicht Illuminaten, sondern die Perfektibilisten. Also diejenigen, die sich dem Ideal der Perfektion etwas, das, also Perfektibilität ist ein Topos, der im 18. Jahrhundert sehr, sehr stark ist, mit dem Bewusstsein, dass man sich von dem Gottgegebenen trennen kann, dass der Mensch Aktion übernehmen kann, dass er sein Leben selbst gestalten kann. Also aus diesem Impetus kommen die Illuminaten heraus. Und es war ein kleiner Club von Studenten und ein paar, die waren eben auch verbunden mit München, mit anderen Städten in Bayern und es hat sich dann eben verbreitet und so ist das dann nach und nach zum Netzwerk geworden. Aber es waren so 6, 7 und die sind dann brieflich immer angewiesen worden von Weishaupt, was sie denn zu tun hätten als nächsten Schritt. War Weishaupt Menschenfreund oder war er der große Manipulator? Beides. Wenn er nicht Menschenfreund gewesen wäre, wäre er nicht mit aufklärerischen Attitüden. Die hätten nicht an ihm Fuß fassen können. Also durchaus, das Humanum war sein Begehren, aber er war auch, muss man sagen, durchaus machtergreifend und der Meinung, wenn, dann müsse ein System von einem Kopf geleitet werden. Und so ist der Orden ja auch aufgebaut. War er tatsächlich auch der Motor der Illuminaten? Wenn Sie sagen, das waren so 6, 7 Leute, die sich dort in Ingolstadt getroffen haben und es wurde dann ja eine Bewegung, die in der Spitze dann rund 2000 Persönlichkeiten der damaligen Zeit ausgemacht haben. Wie ist dieser, in dieser verdammt kurzen Zeit, die Sie nur hatten, wie ist dieser Erfolg zu erklären? War das Weishaupt der Macher in diesem System oder hat er einfach nur Glück gehabt, dass er die richtigen Leute angesprochen hat? Es war die Fiktion Weishaupt, die richtigen Leute angesprochen hat, glaube ich. Wie soll man das sagen? Also es hat sich verbreitet, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und irgendwann hat Weishaupt dann eben auch den Schritt gewagt, ist in die Freimaurer eingetreten, weil er dachte, deren System könnte seine Ziele weiterbringen. Hat da den Knigge getroffen und der total begeistert von ihm gewesen ist. Weil Weishaupt war ein sehr strikter Mensch. Vielleicht im Sinne der Aufklärung nicht besonders weit vorangeschritten, aber er liebte all diese Dinge und hat die dann mit entsprechender Werfe vorwärts gebracht. Und das hat sehr viele Leute angezogen und auch dahin zum Beispiel geführt, dass Herzog Ernst ihn als herausragende Persönlichkeit gesehen hat. Und der hatte das wirklich nicht nötig, Herzog Ernst in Gotha. Also er hatte eine Art Aura, die ihn angezogen hat. Und ich denke, ab einer gewissen Zeit war das ein bisschen das Zauberlehrlingsprinzip, dass er die Geister, die er gerufen hat, nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Knigge hat dann mit ihm zusammen ab den 1780er Jahren Systeme entworfen, hat Leute angeworben und der natürliche Prozess hat dann dazu geführt, dass Knigge eigentlich sehr viel mehr hätte zu sagen haben müssen, aber Weißhaupt immer noch auf seiner Position beharrt hat. Deshalb gab es die Auseinandersetzung, deshalb hat Knigge sich dann zurückgezogen. Ja. Welche Bedeutung hat das, Sie sind ja Erziehungswissenschaftlerin, welche Bedeutung hat dieses pädagogische System, das innerhalb der Illuminaten ja installiert worden ist? Und wie hat dieses pädagogische System eigentlich ausgesehen? Ich denke, das ist das, was den Orden trägt. Die Idee, sich zu vervollkommen, die Welt zu vervollkommen, ist der Grundansatz. Und das System, das man da entwickelt hat, ich habe es oftmals Prototyp genannt, die waren in der Probephase. Also die haben sich ausprobiert. Die haben angefangen mit dem Esoterischen. Die haben sich von überall Mysterien gesucht, die irgendwo dem Ziel, den Menschen nach und nach stufenweise zur Perfektion zu bringen, gedient haben können. Also das sehen Sie bei den Ablaufen. Es gibt die höchsten Stufen, die höheren Mysterien, da wo also erkenntnistheoretisch die Ultima Ratio hätte besprochen werden sollen. Die Texte geben es nicht her, aber man hat es versucht. Also es war im Versuch und das ist das Pädagogische auch deshalb, weil diejenigen, die dort waren, haben sich eben gehalten für diejenigen, die im Sinne von Verhaltensweisen Vorbildfunktion hatten, die also sich perfektionieren und dann der Welt zeigen, so ist der Weg, den der Mensch nehmen wird. Weißhaupt hat ja, das entnehme ich Ihrer Arbeit, wirkliche Lehrpläne auch geschrieben für seine Gefolgschaft, ausgefeilte Frage-Antwort-Systeme. Mhm. Wie weit ging das im Detail? Bis zur persönlichen Befindlichkeit. Es gibt halt Fragen, wie habe ich den Tag verbracht? Das ist traditionell her eine Mischung aus dem Gebaren der Katholiken. Confession, was heißt das auf Deutsch? Oh Gott. Beichten zu gehen. Mhm. Ja, also die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und man hat im katholischen Glauben ja den Beichtvater, der einem dann sozusagen Richtungen gibt, Lenkung gibt. Und dann die protestantische Richtung der Selbstbeobachtung. Diese haben im frühen 18. Jahrhundert mit August Hermann Francke zum Beispiel in Halle, wo dann Tagebücher geführt werden. Und da aus diesem Gedanken entspringen die Reproschen, die Quippus Licet, die Bildungsmittel der Illuminaten. Also das es ist keine neue schon, Erfindung. War das schon Gehirnwäsche oder ging das bis zu Gehirnwäsche, wenn das so eine Umerziehungsgedanke da drin steckt? Umerziehung im Sinne des späten 20. Jahrhunderts? Glaube ich nicht. Der Bildungsgedanke im 18. Jahrhundert geht von einer organischen Entwicklung des menschlichen Geistes und auch der menschlichen Verhaltensweisen aus, als soziales Wesen. Und wenn Adam Weishaupt sagt, mit und aus Menschen ist alles zu machen, wenn wir das heutzutage lesen, dann ist sofort die rote Leuchte an, wo jeder sagt, oh mein Gott, Alarm, Gehirnwäsche. Das Wort Gehirnwäsche ist auch eines des 20. Jahrhunderts, Manipulation und so weiter. Wenn man die propagandistisch anmutenden Schriften liest, kann man, wenn man sehr eng gefasst ist, natürlich sagen, ja, es war Gehirnwäsche. Andererseits, wenn Sie Humboldt sehen, der kein Illuminat war, wie der sich getrieben hat, um zur Perfektion zu kommen, das war sehr viel schlimmer, als je ein Illuminat hätte sein können. Von daher ist das verbal sicherlich ein ziemlicher Peitschenhieb, aber umgesetzt, und das sehen Sie an den Dokumenten, nicht so. Also es geht so ein bisschen darum, welche Ziele wurden damit verfolgt. Ja. Es ging hier nicht darum, irgendwie eine Weltregierung aufzubauen, nein, sondern es ging darum, dass jeder Einzelne wirklich seine Potenziale erschließt. Ja, Potenziale erschließt und sie dann in den Dienst einer Weltregierung setzt. Und diese Weltregierung, das kommt aus dem kosmopolitischen Gedanken, der das 18. Jahrhundert durchzieht. Voltaire war ein Weltbürger. Ja, und die Leute waren sehr viel mehr Europäer als wir in unserem Sinn, also diejenigen, die Möglichkeiten dazu hatten, sind gereist. Sie hatten Konnexionen hier und da und dort über den ganzen Kontinent verteilt. Also das ist das Kosmopolitische einerseits und andererseits auch die Notwendigkeit, dass das etablierte System, das Ancien Regime sozusagen nicht mehr das ist, was die Ambitionen derer, die Gesellschaft tragen,
vorwärts bringt. Deshalb haben wir auch rundherum Revolutionen zu dem Zeitpunkt. Haben Sie einen, in Anführungsstrichen, revolutionären Gedanken in den Werken Weishaupts gefunden? Also schon diese Idee, ich habe damals die Monarchien als herrschendes Gesellschafts-, Regierungssystem und ich kann eine Alternative oder ich will eine Alternative aufbauen. War das ein Ziel von Weishaupt? Durchaus. Also zu sagen, dass also Monarchien, wie sie beschaffen waren, am Ende des 18. Jahrhunderts nicht taugen für all die Ideen, die im Umlauf waren, ganz sicher. Mhm. Interessant ist aber, dass er gegen Ende seines Lebens in den späteren Schriften dann auf Monarchien abzielt. Aber er wollte sie umwerfen, weil sie nicht nur für ihn als beengend empfunden worden sind. Und die Alternative sollte eben A, allen zugutekommen, ohne die Abstufung in Hierarchien, und B, Möglichkeiten den unendlichen Freiheiten des Geistes geben. Hm. Gibt es da eine Verbindung zu den tatsächlichen Revolutionen der damaligen Zeit? Ja, Bode ist ja zum Beispiel nach Paris gefahren, hat Jakobiner getroffen. Ja, und das wird immer so ausgelegt, als sei die Illuminaten die eigentlichen Drahtzieher der französischen Revolution. Welche Verbindung gab es tatsächlich? Ja, wie gesagt, zum Jakobiner-Club und einer der Franzosen war es da, ich will jetzt nicht festlegen, jedenfalls waren einige Franzosen Illuminaten. Gleichzeitig auch Freimaurer, gleichzeitig auch Jakobiner. Ja, also wenn man war nicht immer nur Illuminat, sondern man war... Das 18. Jahrhundert ist ein geselliges Jahrhundert. Es gibt Lesegruppen und der Illuminatenorden war ja zuweilen auch organisiert als Lesegruppe, als Akademie, als Austauschort für Wissen und Geselligkeit. Haben die Illuminaten eine Führungsposition da drin eingenommen, allein schon aus den Persönlichkeiten, die sich dort versammelt haben? Sie hätten es können. Wenn sie es aber wirklich gehabt hätten, wäre nach dem Auseinanderfall der Illuminaten beispielsweise das Reichskammergericht Wetzlar war ja illuminatisch unterwandert, ja. Oder Regierungsinstitutionen in München. Wenn das so gewesen wäre, dann hätten die Regierungsinstitutionen ja ihr Gesicht wechseln müssen, beziehungsweise Dinge sich illuminatisch abspalten müssen, was nicht der Fall war. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, weil ich in meiner Arbeit sitze, der Thomas Walpole, der Gesandte war vom englischen Hof am Hof in München, war Illuminat. Und für den war das so eine Art Man's Gentleman's Club. Da ging man halt abends hin. Gestern Abend war man bei Hofe zum Diner, dann ging man am nächsten Abend zum Konzert, dann geht man zu den Illuminaten, morgen vielleicht zu den Freimaurern und dann abends geht man dann am nächsten Abend einen Vortrag in der Akademie hören. Also das ist Geistesleben des 18. Jahrhunderts. Und da passen sich die Illuminaten sehr gut ein. Mhm. Und Weishaupt hätte natürlich gerne gehabt, dass wer Illuminat ist, nichts anderes ist. Aber das war Wunschdenken seinerseits. Was denken Sie, wie war die tatsächliche Bedrohungslage, die von den Illuminaten damals ausging, für die herrschende Klasse, also für die Monarchie? Also ich kann mir vorstellen, es waren ja einige deutsche Fürsten, Illuminaten. Ich kann mir vorstellen, dass sie das sehr interessant gefunden haben. Und eine allgemeine Lage gab es sicherlich nicht. Das muss man im Einzelfall sehen. Beispielsweise Goethe und Karl August in Weimar waren A, Freimaurer und B, sicherlich auch bedacht darauf zu sehen, ob ihr Staat sicher ist mit der Werf, die rüberkam. Das wunderschöne Stichwort I.M. Goethe. Ja? Das schneiden wir raus. Also der Impetus zu sagen, wir haben staatliche Gewalt und wir wollen sehen, ob die anderen in der Lage sind, uns gefährlich zu werden. Sicherlich. Also von Weimarer Seite ganz sicher. Der Nachbar Gotha, ganz anders, sehr positiv eingestellt in Aufklärungsidealen und geprägt auch durch einen Geheimbund am Hofe Gothas, als er Kind war. Der hat es gesehen als Möglichkeit, seine aufklärerische Tätigkeit zu erweitern. Und beispielsweise Schnepfenthal, das Philanthropinum von Salzmann, ist eine von den Illuminaten finanzierte Institution. Das ist so, der Salzmann selber war nur Freimaurer, dem kann man das Illuminieren nicht so nachweisen. Aber der Impetus, da Finanzen bereitzustellen, um dieses diese Bildungseinrichtung auf den Weg zu bringen, sind illuminatisch gedachte Gelder, ganz sicher. Und da sieht man, dass also das System, wie Weishaupt das gedacht hat, dass man also die Institutionen der Gesellschaft illuminiert sozusagen, um die Aufklärungsideale weiterzubringen, sehr gut funktioniert hat.
Wir haben vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass dieser Begriff des Geheim, die Geheimorganisation damals anders besetzt war, als wir es heute benutzen. Wenn Sie das noch mal kurz erläutern. Ja, also wenn man im 18. Jahrhundert von Geheim spricht, dann hat es immer eine Konnotation von auch privat. Also die geheimen Archive der Fürsten sind nicht die völlig verschlossenen, sondern das sind die Archive, die sich mit den persönlichen Dingen des Fürsten, nicht dass der Staat es auseinandersetzt, die sie da verwahren. Und so ist auch der Geheimrat keiner, der völlig unexistent ist, der Dinge weiß, die andere nicht wissen, sondern das sind die Dinge, die für die privateren Also Sphären geheim eher im Sinne von intim und nicht von top secret. Ja, das ist Sprech des 19., 20. Jahrhunderts, wenn geheim... ein großes Missverständnis. Ja, also wenn dann... Intelligence heißt auf Deutsch, Geheimdienste aufkommen. Und so wird auch vieles Illuminatische gesehen in der Struktur eines Geheimdienstes. Es gibt eine Arbeit von Manfred A. Gethen, der dann eben sagt, Geheimdienste und Geheimbünde. Und der liest eben verschiedene Illuminatische Dokumente in dem Lichte eines Geheimdienstes, wo sicherlich ein Aspekt darin zu finden ist. Das kann man nicht verneinen, das ist auch völlig richtig. Aber das fasst den Illuminatismus nicht im Ganzen. Wir haben jetzt den Adam Weishaupt eigentlich als Lehrer, als einen Pädagogen, als einen sehr bedeutenden Pädagogen, der seine Zeit sehr entscheidend geprägt hat, der ein, ich würde sagen, humanistisches Bildungsideal gelebt hat, der sowas gefordert hat wie jeder hat die gleichen Rechte auf Bildung und jeder hat auch einen Anspruch auf maximale Bildung. Die Idee dahinter war, die Gesellschaft weiterzubringen, die Menschen weiterzubringen und letztendlich auch die Zeit, das Regierungssystem, das Gesellschaftssystem seiner Zeit zu reformieren. Ein auch aus heutiger Sicht humanistischer, eigentlich positiver Ansatz, Bildungsansatz. Was ist denn passiert in der Folge? Sie sind ja auch eine sehr profunde Kennerin der Literatur über die Illuminaten. Was ist passiert, dass sich das Bild, das wir heute mit den Illuminaten apostrophieren, ein so völlig anderes, böses Bild ist, die Illuminaten als die Weltverschwörer, die uns wie Marionetten eigentlich durch die Zeitgeschichte führen? Ich nenne das Spin. Eine richtig gut funktionierende PR-Maschine, die sich aufgrund der weiteren Entwicklung des späten 18. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland auf den Weg gemacht hat. Angefangen hat das sicherlich mit der Drucklegung der Illuminatenschriften, die sogenannten Originalschriften des Illuminatenordens, 1785 angefangen. Und die sind interessanterweise so übernommen worden, wie die eigentlichen Dokumente sind, was man denjenigen hoch anrechnen muss, die das gemacht haben, sind nicht manipuliert. Und die sind aber so in den Kontext gesetzt worden, dass man die Illuminaten schräg angesehen hat. Das ist eine politische Intention der bayerischen Regierung, insbesondere von Karl Theodor gewesen, der sehr paranoid gewesen ist, nachdem die Illuminaten, obwohl er von ihrem Bestehen gewusst hat, an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das nächste dann ist die Französische Revolution, die sich dann irgendwann in Terreur leider erging und eine ziemlich paranoide Situation über ganz Europa gebracht hat, in ganz speziell Frankreich und einen Jesuiten Menschen dazu gebracht hat, über die Illuminaten zu schreiben, der gehört hat, dass sie Kontakt hatten zu den Jakobinern und sagt, eigentlich sind es ja nicht die Jakobiner, es sind Illuminaten in Deutschland, die die Drähte gezogen haben und die sind diejenigen, die man verteufeln muss. Und das hat er mit seinem vierbändigen Werk getan. Also er hat ein großes vierbändiges Werk geschrieben über die nicht offiziellen Quellen der Französischen Revolution und die Illuminaten sind ein Kapitel. Und das Werk ist in Französisch und Englisch erschienen, hat großen Absatz gefunden und ist weit verbreitet. Also das Bild der Illuminaten ist im Grunde genommen nicht das, was ich habe, weil ich die Dokumente angesehen habe, sondern das ist Baruel und ein Schotte, Professor Robinson, in die Welt gesetzt hat. Und so kommt es dann auch irgendwann nach Amerika und setzt da Hysterien frei in einer Zeit, wo politische Kämpfe sind, wo die Besiedlung immer noch sehr, sehr fragil ist, wo diejenigen, die Macht in Hand haben, alle irgendwo geheimbündlerisch tätig sind, wie zum Beispiel bei den Freimaurern, Jefferson,
Washington selbst und so weiter und so fort. Und das gefällt gewissen Leuten nicht und die fangen dann natürlich an, das auszuschlachten für ihre Bedürfnisse. Woran machen Sie fest, dass dieses Bild, das von diesen Autoren in der Folge der Illuminaten gezeichnet wurde, dass dieses Bild falsch ist? Ich sage nicht, dass es falsch ist, ich sage nur, es ist eine Interpretation, die nicht auf Tatsachen fußt, sondern die fußt auf der Intention, selbst Macht zu bekommen. Das heißt, es sind programmatische Schriften gewesen, die im Prinzip die Historie der tatsächlichen Illuminaten instrumentalisiert haben für eigene politische Ziele ihrer Zeit. Ja, also wenn Sie sehen, der Bariel hat ja nicht nur die Illuminaten in Augenschein genommen, der hat auch über Voltaire geschrieben, sehr, sehr, sehr boshaft. Also er war antiaufklärerisch. Ja, man kann seinen Ansatz verstehen. Er möchte nicht, dass die alte Welt erhalten bleibt. Er möchte nicht, dass die Recht bekommen. Also verunglimpft er alle, die damit zu tun haben. Voltaire, der größte aufklärerische Denker seiner Zeit. Manche sind dann Rousseau in diesem Zusammenhang auch. Mit Rousseau hat er sich aber nicht so beschäftigt. Und es gibt, das kann ich jetzt leider im Zitat nicht wiedergeben, eine Stelle in einem englischen kritischen Werk, wo sagt, wir fragen uns, ob der Herr Bariel überhaupt mal in den Voltaire reingesehen hat oder ob es eigentlich nur, ob er ihn eigentlich nur dazu benutzt, um seine eigenen Ziele vorwärts zu bringen. Kann ich Ihnen nachliefern, das habe ich letztens erst entdeckt. Und ich denke, das zeigt den Mechanismus. Ich nenne das stille Post. Sie haben eine Sache, die wird weitergegeben, also zum Beispiel über Bayern, dann wird schlecht verstanden, trotz allem weitergegeben und landet bei jemandem, der darüber hört, findet, dass es gut in seinen Kram passt und dann eben halt das ausschlachtet für seine Belange und das zieht sich dann eben sofort. Und irgendwann setzt sich das fest im Gesellschaftlichen, was es relativ früh getan hat, also in Amerika und in Großbritannien, Frankreich, und wird dann immer wieder, wenn die Gesellschaft in so einem fragilen Zustand ist, immer wieder hervorgebracht. Also immer wenn man einen Prügelknaben für irgendeine Sache braucht, die man sich nicht erklären kann, dann kommen die Illuminaten. Und so entstehen diese Mythen. Also das ist so eine Art Geheimspin, der kann in alle Ecken gedrückt werden. Dann können Sie genauso gut die Jesuiten nehmen, die Katharer, den Templerorden. Das wird ja auch gemacht. Da sind die Illuminaten kein Einzelfall. Es gab 1893 eine Neugründung oder eine ergänzende Gründung der Illuminaten. Spielen die irgendeine Rolle in der Wirkungsgeschichte der Illuminaten? Leopold Engel. Der hat 1906 ein sehr nettes Buch verfasst über die Geschichte der Illuminaten. Leopold Engel war ein sehr gutmütiger Mensch, aber als Denker und als Drahtzieher nicht geeignet, da etwas in die Wege zu leiten, das länger als ein paar Jahre gehalten hat. Also es hat sich ja auseinander dividiert. Ein Illuminatenorden mit den Mitteln des späten 19. Jahrhunderts, auch mit den administrativen Mitteln, aber ideenhalber noch viel weniger von Tragkraft als die Illuminaten selber. Wann aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Forschung heraus, wann haben die Illuminaten wirklich aufgehört zu existieren als Organisation, als Club, der wirklich Wirkung gezeigt hat? Also ich denke, dass der Herr Marken und Herr Schüttler auch der Meinung sind, dass es ganz eindeutig festlegt war 1793 mit dem Tod von Joachim Christoph Bode. Weil da der Zusammenhalt des Netzwerkes auseinanderbricht. Also der war der letzte General, der hatte das Heft in der Hand und mit seinem Ableben ist dann von der Energie, die in das Netzwerk fließt, nichts mehr da und dann zerbröselt das alles so. Also das kann man nachweisen. Ich habe es vorhin im Auto schon gesagt, der Baruel, das habe ich mal auseinanderklassifiziert für mein Buch, der hat ja Wirkung. Und eine der Wirkungen ist auf Percy Bysshe Shelley, den großen Romantiker im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert in England. Und der liest Bariel und liest ihn aber nicht als Verteuflungswerk, sondern der findet die Idee von Weishaupt großartig. Und er macht einen Vorschlag, wie man eine illuminatische Gesellschaft denn auch in England gründen könnte um 1810. Also er ist von der Idee ergriffen und er liebt es. Und er hat mit seiner noch nicht Frau, aber fast zweiten Frau Mary Shelley
eine Reise unternommen nach Deutschland und der Schweiz, nee, nach Italien und der Schweiz, Entschuldigung. Und da ist der Baruel immer da. Also die führen alle Tagebuch und im Tagebuch der Stiefschwester von Mary Shelley steht drin: Heute Abend lasen wir Baruel. Shelley hat uns aus Baruel vorgelesen. Also der war total ergriffen, aber nicht von dieser Idee, dass da eine Weltverschwörung ist, sondern dass da ein Gesellschaftsmodell rauszuziehen ist, aus dem man eine klassenlos idealistische Gesellschaft ziehen könnte. Also die Idee, die Weishaupt gelebt hat, war im Prinzip ein Virus, der sich dann über die Jahrzehnte, Jahrhunderte mittlerweile ja in den Ideen der Menschen fortgesetzt hat. Also Virus nicht, sondern ich denke, das ist ein Bedürfnis, das in einem gewissen geistigen und auch sozialen inneren Stand, dass man sagt, ich möchte Glückseligkeit und ich möchte, dass es allen gut geht. Und Weishaupt hat da halt einen Vorschlag gebracht und auf den wird sich dann immer wieder bezogen. Ja. Aber ich wollte es noch gerne weiterspinnen mit dem, wie die Geschichte weitergetragen werden kann. Mary Shelley hat auch Bezug drauf genommen. Also Frankenstein hat ja in Ingolstadt studiert. Und wie kommt Mary Shelley auf Ingolstadt? Sie kennt Baruel und sie weiß, dass Percy ist eines seiner Lieblingsbücher. Und die Genese von Frankenstein ist ja, die waren wieder unterwegs, ich glaube in Italien oder Schweiz, das musste ich nachsehen, Entschuldigung. Es gibt ein Gewitter und im Kreise derer, die um die Shelley sind, gibt es den Wettbewerb um eine Horrorstory. Also wer schreibt uns die beste Horrorstory? Und Mary schreibt Frankenstein und sie weiß, dass Percy es lieben wird und deshalb lässt sie ihn in Ingolstadt studieren. Ja, also sie können den Mythos in alle möglichen Ecken dringen. Es gibt Illuminatenromane aus den 1930ern, es gibt Robert Anton Wilson und es gibt natürlich auch Dan Brown. Sie können einfach nur die Idee nehmen, sagen, wir wollen die Welt verbessern auf diese und jene Weise und dann spinnen sie ihre Variante los und kommen dann eben zu einem Bestseller, der die ganze Welt in seinen Bann zieht. Also unsterblich sind nicht die Illuminaten als Organisation, sondern die illuminatische Idee, der Illuminatismus. Sozusagen, ja, das ist richtig. Also das Bedürfnis halt, sich aus dem Arcanum, zuerst mal sich zurückzuziehen in das Arcanum, um das System zu etablieren und um Ruhe zu haben vor den Dingen der Welt und dann versuchen von da aus die Gesellschaft zu mehr oder weniger einzunehmen, ja. Ist es denn ein aktueller Gedanke? Ist das ein Modell, was Weishaupt da entworfen hat, das uns auch in den gegenwärtigen Problemen weiterbringen könnte, helfen könnte? Ja, vielleicht. Gerade dieses Bildungsideal, wenn man... Soziale Innovation ist ja etwas, das verschiedentlich nieder sich schlägt. Ich denke, das ist ein Prinzipium, wie es gemacht werden könnte, das nicht unbedingt Weishaupt ist, sondern dass man immer wieder sehen kann. Und Sie sehen, ich denke gerade an Coriolanus, was ist Coriolanus bei Shakespeare? Nein, Moment. Das ist die Verfilmung, die es sehr gut zeigt. Eigentlich ist es nicht Coriolanus. Aber das Moment, wenn eine Herrschaft abgesetzt werden soll und Sie haben Innovatoren, die dann die Herrschaft übernehmen. Wie schnell von dem ganz demokratischen, sozialen Handeln man zu einer despotischen Diktatur kommt. Das geht ganz schnell. Und das, ich denke mal, das ist etwas, was die menschliche Gesellschaft, wenn sie reguliert werden soll, ganz sicherlich immer wieder darauf zurückkommt. Dass selbst wenn man das alte System als nicht lebbar mehr wahrnimmt, es sprengen muss, aber man eigentlich nichts Neues hineinbringt, sondern man muss auf die alten Strukturen zurückgreifen und das, was man da neu draufsetzt, kann gut gehen, muss aber nicht. Mhm. Ja, was halten Sie von der Pädagogik Weishaupts als Lehrmodell der Gegenwart? Ist das tauglich oder ist das völlig unbrauchbar? Und das ist eine Elemente sicher. Welche? Alle die auf die Verbesserung der Geistes- und inneren Haltung gehen, ganz sicher. Kommen Sie da ein konkretes Beispiel für uns? Die Illuminatische Akademie beispielsweise, die als Sammelbecken aller Weisheiten und allen Wissens der Welt angelegt wurde. Die hat diesen Gedanken, dass
den Enzyklopädiegedanken des 18. Jahrhunderts. Also das Wissen zusammenzufassen und es allen zugänglich zu machen, ganz sicher. Also im Prinzip auch die Wikipedia des 18. Jahrhunderts. Dazu sage ich lieber nichts. Nein, nicht die Wikipedia, sondern die Encyclopédie von Diderot, die vielleicht Vorbild für Wikipedia gewesen ist, aber naja, doch das eine oder andere nicht mit in Betracht zieht. Ich hatte aber gerade einen Gedanken, nehmen Sie mal jetzt nicht den Weisheit, sondern den Knigge. Das Buch über den Umgang mit Menschen würde nicht existieren ohne Knigges illuminatische Tätigkeit. Sie haben da ein kleines Kapitel in Band 3, glaube ich, über den Umgang mit Geheimgesellschaften. Und da wird der Herr Göttert vielleicht widersprechen, aber ich habe das immer gesehen so als die Keimzelle des Buches überhaupt. Also neben dem Wissen, der Wissensakkumulation, der Impetus zu sagen, wir wollen uns moralisch und sittlich vervollkommnen. Und da ist ganz sicher zuerst mal die Person gefragt. Und in dieser Hinsicht, die Zusammenkünfte der Illuminaten waren alle in sehr, sehr, also gesellschaftlich in wunderbarem Ambiente und mit dem Bewusstsein getragen, hier muss Fortschritt passieren. Und das ist auch passiert, das können Sie aus den Dokumenten entnehmen. Ja. Mhm. Was nun diese Welt- und Regierungskunst angeht, das ist ein sehr streitbarer Aspekt. Da würde ich sagen, hatte Weishaupt einfach nur naive Ideen. Irgendwo hat er ja auch Grenzen, ne? Wie ist Ihre ganz persönliche Meinung über den Menschen Adam Weishaupt? Sie haben sich ja, denke ich, wie kaum jemand anderes mit der Person Adam Weishaupt auseinandergesetzt, kennen seine Quellen, kennen so die Beschreibung seiner Zeitgenossen über ihn. Was ist Ihre ganz persönliche Meinung über den Menschen Weishaupt? Schwierige Frage. Also als Forscher setzt man sich ja immer hin und, also, um das bildlich zu sagen, man nimmt sich den Weishaupt und legt ihn unter das Mikroskop. Und als solcher ist er sehr interessant, weil er ist nicht aus einem Guss, sondern sehr, sehr homogen durch die Einflüsse, durch vielleicht auch seine Anlagen, durchaus zerrissener Mensch, durchaus ambitionierter Mensch, aber jemand, der im Hinblick auf geistige Errungenschaften, zum Beispiel einem Kant nicht das Wasser reichen kann, aber versucht, an Kant heranzukommen. Also es gibt verschiedene Schriften von ihm, die sich mit Kant auseinandersetzen. Kant selber hat das wahrgenommen, hat sich aber dazu bewusst nicht geäußert, weil einfach die Geistestätigkeit Weishaupts nicht an seine herangekommen ist. Aber er hat überall Ambitionen gehabt, hat es sicherlich oft gut gemeint, aber ist an seine Grenzen gestoßen. Also er war weniger diese geistige Größe, mehr so der praktische Umsetzer. Ja, und auch durchaus von zornigen Momenten durchzogen, denke ich schon. Also Rationalität ist nicht das, was man mit Weishaupt verbinden würde. Also nicht die absolute Rationalität. Also er war ein impulsiver Mensch. Mhm. Hat wahrscheinlich auch einen gewissen Ehrgeiz gehabt, ja. Aber er war auch Einzelkämpfer, wenn Sie beschreiben, er war der erste nicht-jesuitische Pädagoge, Lehrer seiner Zeit in seinem Umfeld. Mhm. Wie ist er mit dem Erfolg der Illuminaten, der in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich war, wie hat er sich da verändert? War er der Vater des Erfolges überhaupt? In gewisser Weise schon, aber nicht derjenige, der es ausgeführt hat. Weishaupt war, obwohl er Aufklärung praktizieren wollte, doch eher der Kopfmensch, der so im rein Menschlichen nicht vermocht hätte, große Netzwerke zu spinnen. Das war Knigge. Knigge war sehr, sehr englisch, also sehr, so wie soll man sagen, Smalltalk und Kosmopolit. Ja, Kosmopolit und auch positiv eingeschätzte Menschen. Weishaupt war so ein bisschen immer auf Distanz. Und der Erfolg der Illuminaten war ja nur kurzzeitig. Also für, sagen wir mal so zwischen 1779 und 1783. Da war er großartig und da hat er auch seine despotische Aura am meisten, weil der Erfolg hat ihm recht gegeben, ausgestülpt. Das auf jeden Fall. Und dann, sobald es zusammenbricht und die Verfolgung einsetzt, fängt er ja an, sich nur noch zu bedauern. Und Sie müssen auch sehen, dass er von seiner Gotha-Zeit an fast 50 Jahre lang nur noch zugeguckt hat. Ja, er kommt in den späten 1780er nach Gotha, wird dort Geheimrat, hat zumindest sein Auskommen,
seine Familie, hat mehrere Kinder. Die Kinder, einige von ihnen gehen ins Militär. Und dann dieser Geheimrat ist an einigen gothaischen Publikation, also so Regionalpublikation beteiligt, aber ansonsten aus dem Verkehr gezogen und hat da 50 Jahre seines Lebens aus mit dem Schicksal Illuminatengeneral gewesen zu sein. Lebt er quasi in der Vergangenheit dieser Zeit des großen Erfolges? Wenn er ihn noch als großen Erfolg sehen kann, das ist fraglich. Okay. Ja. Also war er da ein gebrochener, ein zerrissener Mann oder hat er gewusst, welchen Einfluss er auf die Zeit hatte? Das glaube ich nicht. Also gebrochen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er war in jedem Falle enttäuscht von der Welt mehr als von sich. Das kann man in seinen Dokumenten nachlesen. Und er hat das halt hinnehmen müssen, dass das ihm verwehrt worden ist, dann die großen Positionen, die er immer für sich gedacht hat, einnehmen zu können. Aber er ist Anfang des 19. Jahrhunderts in die Akademie der Wissenschaften in Bayern aufgenommen worden. Also er war nicht ganz vom Fenster weg, aber die Einflusskraft hat er nicht wieder gehabt. Ganz sicher nicht. Wir müssen noch mal ein paar Worte darüber verlieren, diese Verbindung Illuminaten zu den Freimaurern, die ja beide in der gleichen gesellschaftlichen Umfeld sich entwickelt haben. Wir haben ganz am Anfang mal so ein bisschen dieser Mystifizismus dieser Zeit auch angesprochen. Wie war aus Ihrer Sicht die tatsächliche Beziehung zwischen hier Illuminaten, da Freimaurer? Kann man das überhaupt trennen? Oder waren die Illuminaten im Prinzip nichts anderes als eine Freimaurerloge? Ganz sicher nicht. Also die Illuminaten sind ja aus Weishaupts Bestreben entstanden, den Jesuiten entgegenzutreten. Und die ersten Modelle der Gesellschaft waren sehr jesuitisch. Das beispielsweise haben die späteren Illuminatengenerale sehr, sehr angemerkt. Das Freimaurertum kommt ja erst mit Weishaupts Eintritt in eine Freimaurerloge. Und das macht er unter anderem, um sich sicherlich zu orientieren und auch um Einfluss zu gewinnen und um zu sehen, dass er das freimaurerische System für seine Zwecke nutzen kann. Und der Eintritt Knigge ist dann der Erfolg, weil Knigge von den Freimaurern enttäuscht ist, bringt einen dazu zu sagen, aha, die beiden Illuminatismus und Freimaurertum kommen sehr, sehr eng zusammen. Und Knigge hat, wenn er gerade entworfen hat fürs Gradsystem, immer das freimaurerische Beispiel genommen. Und das hat Weishaupt auch nicht unbedingt so positiv gesehen. Also, wie soll man sagen, ist eine Art Symbiose vielleicht, das eine aus dem anderen. Aber von der Wurzel her kann man sehen, dass die Illuminaten eigenständig sind. Weder bei den Jesuiten noch bei den Freimaurern, sondern ihren Weg nehmen, sich dann an die Freimaurer annähern. Es gibt eine Darstellung aus dem späten 18. Jahrhundert, wo man die Geschichte der Freimaurer zeigt, aus welchen Wurzeln sie sich generiert haben. Und da wird in Bäumen gezeigt. Ja, dann haben sie auch jesuitische Freimaurerei, die schottische, was auch immer sie wollen. Und diese Bäume sind alle, die zweigen alle aus, bis auf den Illuminatenbaum, der da steht, so ein kleiner Verkümmerter, der dann mittendrin abgebrochen ist, wie Windbruch. Ich glaube, daher kommt das Bild zu sagen, die Illuminaten sind so eine Freimaurer-Variation. Aber es ist nicht ganz richtig. Sie sind ein eigenständiges, aufklärerisches Etwas. Wie das nun im Einzelnen aussieht, das muss dann derjenige, der das beguckt, ansehen. Und Sie können, das sage ich auch in meiner zukünftigen Arbeit, Sie können die in verschiedene Richtungen hin untersuchen und sie werden immer was finden, das zutreffend ist. Also das Esoterische, das Aufklärerische, das Freimaurerische, unter anderem auch das Jesuitische, das Pädagogische und so weiter und so fort. Es ist sozusagen so ein Pool, wo 2000 Leute zusammenkommen, die alle verschiedene Interessen haben, die aber finden, hier sind sie gut organisiert. So muss man sich das vielleicht denken. Sie leben in der Gegenwart, ganz klar. Sie haben sich aber sehr, sehr profund mit der Vergangenheit der Illuminaten auseinandergesetzt. Was wäre für Sie eine Vision, wie jetzt unsere Generation, die folgende Generation, diese Idee des Illuminatismus benutzen könnte? Ach, na schön wäre, wenn das schreierische Motiv etwas weniger in den Vordergrund kommt. Im Vordergrund bleibt, sondern wenn man sagt, aha, wir haben ja ein Phänomen, einen Versuch aus dem sozialen Labor des späten 18. Jahrhunderts. Und da gliedern sich die Illuminaten ein. Ja? Die Französische Revolution war ein Versuch, die Unabhängigkeitsbestrebungen der Amerikaner waren ein Versuch. Und eben im Kleinen so eine Miniatur Umwälzung des Systems, das in Bayern gestartet worden ist, in Deutschland.
Wenn man das also so weniger aufgebauscht sehen könnte, würde man vielleicht das ein oder andere daraus lernen können, sagen, aha, in Deutschland hat sich was getan zu der Zeit, als die Gesellschaft sich erneuert hat. Wenn man da ansetzen könnte und dann sagt, okay, es sind Versuche gemacht worden in so vielen Richtungen mit dem und dem Ergebnis. Beispielsweise, dass Bildung innerhalb von gewissen Herzogtümern in Deutschland wie in Sachsen-Gotha Modellversuche gebracht hat, die bemerkenswert sind. Und Schnepfenthal ist etwas, worauf bildungsgeschichtlich die Deutschen alle stolz sind. Ja, also von daher, oder auch die Karlsschule in Stuttgart, illuminatisch unterwandert, der Lehrer von Schiller, der wollte immer gerne den Schiller, aber Schiller hatte mit Geheimbünden generell nichts am Hut. Die Karlsschule in Stuttgart steht da als eine der renommiertesten Bildungseinrichtungen historisch gesehen in diesem Land. Von daher kann es so schlimm nicht gewesen sein. Oder aber man kann es natürlich in die andere Richtung drehen und sagen, alle die da Absolventen waren, haben das deutsche System unterwandert und wir sind alle Illuminaten. Das können Sie machen, wenn Ihnen das Spaß macht, aber ich glaube, es gibt das, was wir Realität nennen, etwas, wo wir alle dran teilhaben, und da ist das doch ein bisschen naiv, das zu glauben. Also das, was übrig bleibt in der Gegenwart, hoffentlich vielleicht auch in der Zukunft, ist das Suchen, dieses Moment des Suchens und dieses Moment des Ausprobierens einer neuen gesellschaftlichen Ordnung und das Aufbrechen von Strukturen, die sich einfach totgelaufen haben in damaliger Zeit und in der Gegenwart stehen wir ja auch vor einer sehr großen Zahl von Herausforderungen. Sie haben schon angesprochen, wir dürfen ein weiteres Werk zu den Illuminaten von Ihnen erwarten. Was wird es sein? Ich bin angesprochen worden von einem englischen Verlag, der Meinung ist, dass es im anglophonen Bereich eigentlich keine seriöse Arbeit zu den Illuminaten gibt. Es gibt die fiktionale Ecke und es gibt diejenigen, die versuchen, unter den Verschwörungstheoretikern etwas Ordnung zu machen, aber Leute, die sich mit den Quellen auseinandergesetzt, gibt es nicht, und deshalb haben mich gebeten, also mehr oder weniger meine Doktorforschung in eine Buchform zu gießen, und ich habe darum gebeten, das nicht so akademisch zu machen, weil mein Zielgruppenleser ist 30, mag Sci-Fi und Conspiracy Theories, und dem möchte ich ein kleines Werk an die Hand geben, das es überdenkt, und ich habe einen Kollegen, der genau darauf passt, der hat letztens mein erstes Kapitel gelesen und gesagt, er würde es weiterlesen, was ich ganz gut finde. Also ich versuche die Gratwanderung seriös akademisch mit Unterhaltungswert zu verbinden. Ob mir das gelingt, ist eine andere Frage, aber ich versuche es unter einem kleinen Format. Die akademische Antwort auf Dan Brown wird es werden. Ach nein, so weit würde ich nicht gehen wollen. Ich werde auch weiterhin nicht Dan Brown lesen. Okay. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben so ein bisschen uns dem Mythos der Illuminaten annähern können, haben ihn mal ein bisschen entzaubern können, haben mal wirklich den historischen Kern hinter den Illuminaten beleuchten können. Es muss ja eine Faszination von den Illuminaten ausgehen, sonst hätten sich die Menschen so vieler Generationen mittlerweile sich nicht immer wieder mit diesem Geschehen, mit dieser Organisation auseinandergesetzt. Ich hoffe, es ist uns gelungen, den faszinierenden Kern, dieses humanistische Bildungsideal, das in den ursprünglichen historischen Illuminaten drin steckt, mal so ein bisschen herauszuarbeiten, um vielleicht tatsächlich auch eine Inspiration für die Zukunft, für die Vision zu haben. Herzlichen Dank, Frau Dr. Pawlowski. Das war's für heute.